Aloha Seekräuter, Aloha Wohnsame Aquitäne. Herzlich willkommen zu diesem Ausblickvideo hier auf dem Seekrautskanal. Wir beschäftigen uns mit drei Themen. Einmal die paneuropäischen Zerstörer, dann den französischen Zerstörer Maso und eben der Zeit zwischen Flugzeugangriffen, was jetzt gerade auf dem PTS Update 092 getestet wird. Und zwar wird auf dem PTS gerade die Zeit zwischen Flugzeugangriffen verlängert. Und zwar für alle AP- und HE-Bomber. Na, also das sind die Dinger, die die Bomben abwerfen. Also nicht die Torpedos oder die Schlachtflugzeuge, sondern wirklich nur die reinen Bomber. Da habe ich jetzt festgestellt, als ich auf dem PTS bzw. auf dem Live-Server unterwegs war und verglichen habe, dass die Zeiten zwischen den Bombenabwürfen jetzt von 4,5 Sekunden circa auf 9 Sekunden erhöht wurden. Also quasi um 100% dieser Sachen gesteigert werden. Das heißt, ihr müsst länger manövrieren und ihr müsst ja zusehen, dass ihr möglichst mit euren Angriffen durch die ganze Flakzone und so weiter schon durch seid, weil ihr einfach so lange nicht wieder angreifen könnt. Ihr müsst in den Wolken länger ausweichen und so weiter. Das wird also anstrengender für die Bomberpiloten, die ihre Fracht auch ins Ziel zu bringen und dabei möglichst wenig Flugzeuge zu verlieren. Hinzu kommt nur für die britischen Flugzeugträger, dass die Beschleunigungszeit und der Beschleunigungskoeffizient direkt nach dem Abwurf der Bomben ja verändert wird. Und zwar wurde in der Vergangenheit öfters, gerade bei britischen Flugzeugträgern, gerne genutzt. Dadurch, dass die so langsam unterwegs sind, die Flugzeuge, quasi diesen Unverwundbarkeits-, ja, die paar Sekunden, wo die Staffel unverwundbar ist, nämlich die, die oben fliegt, das lösen sich ja immer von 9 Flugzeugen, meinetwegen 3, die einen Angriff durchführen. Die 6 sind so lange unverwundbar, können nicht getroffen werden. Und die anderen 3 werden halt von der Flak beschossen und angegriffen und dann gehen die Bomben nieder. Und dann zoomt die Kamera nach einer gewissen Zeit wieder zu den verbleibenden 6 Flugzeugen zurück. In der ganzen Zeit, bis die Kamera wieder da ist, sind diese 6 Flugzeuge eben unverwundbar. Und da, das wurde eben ausgenutzt, ne? Man hat vorne quasi einen Angriff simuliert oder ihn tatsächlich durchgeführt und die Flugzeit der anderen 6 Bomber in Richtung Ziel beschleunigt. Und möglicherweise dadurch ist man durch die Flugabwehr der gegnerischen Schiffe durchgeflogen, ohne Schaden zu nehmen, und konnte das so eben timen, dass man gleich wieder abwerfen kann, ohne dass man überhaupt Schaden genommen hat. Ne? Das war quasi ja eine clevere Methode, wenn man so sagen will. Und das will Wargaming jetzt versuchen, eben schwerer zu machen zumindest. Am liebsten verhindern, aber sie wollen es hier halt schwerer machen, indem sie den Beschleunigungskoeffizienten und die Geschwindigkeit der britischen Bomber verändern und dazu eben noch die Zeit zwischen den Angriffen verlängern. Ja, müssen wir mal gucken, ob das dann in der Praxis so passiert. Ich glaube, das ist auch bei anderen Flugzeugen aktuell noch möglich, also bei anderen Nationen, bei Amerikanern und Japanern. Hier wird ganz besonders nur die britischen, also gerade mit der Beschleunigungszeit, werden nur die britischen Flugzeugträger angesprochen. Bei der Mindestzeit zwischen Angriffen werden eben alle Nationen angesprochen. Ausgenommen von dieser Änderung ist der Flugzeugträger Indomitable, ist ja ein Premium-Flugzeugträger, der Anfang des Jahres ins Spiel eingeführt wurde und keine Torpedobombe. Ich denke, die wollen ihm da noch einen zusätzlichen Vorteil geben. Weiter geht's dann schon mit Änderungen an Testschiffen. Und zwar bei den paneuropäischen Zerstörern wird noch ein bisschen was geändert. Hier haben wir die Tierstufe 4 im Hafen, die Class Horn. Da wird die Nachlässigkeit der Geschütze nochmal verändert. Wir hatten hier ja schon mal Veränderungen und jetzt geht's von 5,5 Sekunden, die hier noch angezeigt werden, hoch auf 6,1. Die Torpedoreichweite ist hier mit 9 Kilometer angegeben. Das werden nur noch 8 Kilometer sein. Und die Erkennbarkeitsreichweite des Schiffs wird von 6,32 Kilometer hochgesetzt auf 6,82 Kilometer. Das heißt, wenn ihr in Zukunft Tarnung skillt, mit diesen 10% vom Kapitän und der Tarnung, die ihr auf das Schiff anbringt, sind noch 5,95 Kilometer möglich. Das heißt, ihr könnt weiterhin verdeckt eure Torpedos in Wasser werfen. Ist aber trotz alledem nochmal eine deutliche Entwicklung eher zu einem Torpedo-DD hin, anstatt zu einem Gun-DD, weil hier eben nochmal 0,6 Sekunden auf die Nachlässigkeit der Gefechtstürme der Hauptbatterie eben raufkommen. Und dann kommen wir zur Wispy. Auch da wird die Nachlässigkeit der Hauptbatterie verändert um eine halbe Sekunde nach oben auf 7 Sekunden. Torpedos werden um 1 Kilometer Reichweite reduziert und die Erkennbarkeit ist genau wieder bei der Class Horn dann auf 6,82 Kilometer gesetzt. Also auch da 5,95 Kilometer, wenn man voll auf Tarnung geskillt hat. Und auch da dann ein verdecktes Torpen möglich. Die Guns werden immer unattraktiver gemacht.
Stufe 6 und 7, also 6 spare ich jetzt einfach mal, weil da die Nachladezeit ebenfalls auf 7 Sekunden gesetzt wird. Und bei der Stufe 7 wird das dann schon wieder ein bisschen interessanter. Da haben wir dann weniger Türme, nämlich nur 2 Geschütztürme, A2 Rohre, 120 mm. Da wird die Ladezeit von 2,8 Sekunden auf 3,2 Sekunden erhöht. Und die Nachladezeit der Torpedos auch um 4 Sekunden auf 59 Sekunden, was immer noch ein ziemlich guter Wert ist, muss man ja sagen. Die Erkennbarkeitsweite des Schiffs ist 7,06 Kilometer. Da hat man 200 Meter raufgepackt. Heißt, am Ende kommen wir auf geskillte 6,14 Kilometer Erkennbarkeit zu Wasser. Auch da ist also quasi das verdeckte Torpen ebenso noch möglich, weil die Torpedos ja nicht weiter verändert werden. Also außer die Nachladezeit sich um 4 Sekunden erhöht, da bleiben die 12 Kilometer Torpedoreichweite eben bestehen. Die Ölern, hier Stufe 8, auch da gibt es Änderungen. Die Gun wird auch da ein bisschen unattraktiver gemacht. 0,1 Sekunde Nachladezeit drauf, 2,6 Sekunden ist da jetzt der neue Wert. Und die Erkennbarkeit wird auch hier um 200 Meter nach oben gedrückt. Dann haben wir hier 5,71 Kilometer sind hier dann wohl drin in Zukunft. Ist eigentlich auch schon wieder alles. Auch da kann man schon sagen, es ist weiterhin ein ganz klarer Fokus in der ganzen Entwicklung des Baums, ja, dass man da Torpedos forcieren möchte. Ja, am Anfang der Testphase, kann ich mich noch gut daran erinnern, war ja gar nicht so hundertprozentig klar, sind das jetzt eher Gun oder sind jetzt eher Torpedo-DDs? Gerade weil die Guns sehr, sehr schnell schießen konnten. Selbst auf der Tierstufe 8 hier bei der Ölan war das eben möglich. Und dann kommen wir noch zur Österjötlan. Auch da gibt es noch eine Veränderung, die ja halt auch ein Nerf ist. Ne? Die Torpedoreichweite ist hier noch mit 15 Kilometer angegeben, wird dann auf 13,5 Kilometer für die Stufe 9 reduziert. Und die Erkennbarkeit geht 400 Meter hoch. Das heißt, wir haben dann eine Chance von 5,86 Kilometer Erkennbarkeit in Zukunft anstatt 5,7. Ne? Das heißt, da sind am Ende 160 Meter über den Daumen oder 200 Meter werden dann da stehen. Das wird ja aufgerundet, die dann da draufgepackt werden. Aber auch das ist natürlich verkraftbar, sage ich jetzt einfach mal. Wie das dann zur Luft ist, wird man dann sehen. Auch da wird es sicherlich dann anteilig diese Veränderung geben. Andere Erkennbarkeitsbereiche werden ebenso entsprechend angepasst. Aber es ist dann noch immer nicht alles und da freue ich mich dann über eine ganz besondere Sache, nämlich bei der Smallern. Die wird ja für Free XP demnächst im Spiel verfügbar sein und da wiederum haben wir eine gegenteilige Entwicklung. Da wird die Hauptbatterie sogar noch weiter verbessert. Wir haben hier ursprünglich einen Wert von 1,8 Sekunden bei den Guns gehabt. Da kriegen wir jetzt eine Zehntel geschenkt, 1,7 Sekunden von der Nachladezeit her. Wir haben aber trotz alledem weiterhin nur 2 Türme. Aber die Erkennbarkeitsweite wird reduziert von 7,92 Stock auf 7,82, also 100 Meter. Wir konnten im Optimalfall diesen Zerstörer auf 6,2 Kilometer runterskillen. Das wird dann in Zukunft wahrscheinlich irgendwie 100 Meter kürzer sein. Irgendwo so in dem Bereich. Ne? Das könnte sein, dass dann da 6,1 Kilometer steht. Ich persönlich finde es aber auf jeden Fall cool, dass sie den Zerstörer weiter in diese Richtung entwickeln. Es ist sowieso halt ein bisschen anders. Ne? Wir haben weniger Torpedos, eine kürzere Reichweite. Wir haben Radar dabei. Wir müssen gunmäßig irgendwie da stärker sein, weil sonst das Radar ja quasi nur eine reine Supportfunktion hat. Und ihr wisst selber, wie das manchmal in den Zufallsgefechten läuft. Wird gar nicht gesehen, wenn man da seine Schiffe da mit Radar aufmacht. Da muss man schon wirklich in Divi fahren, damit das gut funktioniert. Und dann kommen wir zum nächsten Buff, und zwar der französische Zerstörer Marceau, Tierstufe 10. Da wird die Erkennbarkeit um 1 Kilometer reduziert. Das heißt, wenn ihr komplett auf Tarnung geskillt seid, seid ihr dann bei 6,8 Kilometer ungefähr. Und das soll die Einmaligkeit dieses Zerstörers hervorheben, vor allen Dingen im Verhältnis zur Kleber, die ja gerade erst einen Nerf bekommen hat. Man könnte jetzt sagen, die Kleber wurde nur genervt, damit die Marceau seine Daseinsberechtigung bekommt, so ähnlich wie bei der Alsace, um dann die Bourgogne einzuführen. Ja? Oder die Richelieu und die Jean Bart könnte man auch miteinander vergleichen. Von daher, ja, also es ist so ein Punkt, den nehmen wir einfach mal so mit. Und man kann sich ja freuen, die Marceau kommt ja in die Waffenkammer. Nicht für Stahl oder so, sondern eben für Kohle. Und das macht es dann verfügbar für alle, dieses Schiff. Und dann kommen wir noch zur Yashima. Ich habe hier jetzt stellvertretend die Yamato in den Hafen gestellt, will ich gleich sagen.
Aber ja, bei der Yashima gibt es auch eine Änderung, auch wenn die jetzt noch nicht total signifikant ist. Aber in Zukunft wird die Yashima nicht mehr Yashima heißen, sondern Shikishima. Ja, man macht das, weil der Name Yashima wohl der Yoshino zu ähnlich war und man möchte eine stärkere Unterteilung haben. Beide Namen Yashima oder Shikishima waren Dreadnoughts, aber ja, Shikishima unterscheidet sich eben mehr, ne, von den anderen Namen, die bereits im Spiel sind. Vielleicht könnte man sie mit Ashima Kase verwechseln, aber da ist dann doch eine andere Betonung. Okay, das soll es gewesen sein von diesem Ausblick. Ich hoffe, es war wieder ein bisschen informativ für euch. Wenn es so ist, Daumen nach oben da lassen, Abo klicken und die Glocke drücken, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Sigrotz-Team, euer Andi. Ciao, ciao.